Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Centauri. Wir sind hier in unserem Keller. Ja, wir haben in der letzten Folge einen Keller begonnen und wollen heute das passende Haus dazu bauen. Oder so irgendwie von unten nach oben. So, und wir brauchen hier unten auf... Hallo? So. Noch ein bisschen mehr Boden von dem. Auf jeden Fall. Und deshalb... Die Tomaten werden reif. Das ist ja mal cool. Deshalb gucke ich jetzt nochmal, wo wir diesen Boden hier gebaut haben. Hier haben wir nur... Möbel. Was, da war noch was ganz am Schluss. Oh, verdammt, wieso habe ich auf Escape geklickt? Ganz unten war noch was, was ich noch nicht gesehen habe. Ach, hier. Ein Schrank. Oh, das ist cool. Kann man da auch wirklich was reintun? Nee. Leider. Dann hier kann man... Oh, ist das cool. Aus 5 Büchern kann man wahrscheinlich dann ein Bücherregal und so bauen. Huh, ich freue mich. So, aus denen da haben wir den Boden gebaut. So, dann, oh, leider kann man das nicht schneller machen. Das ist bis jetzt noch so, glaube ich, ein Nachteil. Aber wir haben echt noch viel Stein, so. Dann... Hallo Hühnchen? Aber wieso raucht das eine Huhn? Rauchen ist nicht gesund, meine Freunde. So. Jetzt bauen wir hier erstmal den Boden fertig und ich glaube, rundherum sieht es auch ganz stark aus. So. Ja, ich glaube, das kann man so machen. Dann müssen wir hier einmal das machen und dann hier runter auch. So, dann können wir hier außenrum einmal den da bauen, genau. So, dann hoch und fertig. Ach, jetzt haben wir offiziell einen ausgekleideten Keller. Erde brauchen wir dann wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr. Ich glaube, es sieht besser aus, wenn wir das so machen. Und die ein bisschen tiefer hängen. Ich weiß noch nicht, wie ich den Hintergrund abbaue gerade irgendwie. Egal. Dann lassen wir hier mal so unseren Kellerhintergrund und müssen hier ja alles einmal ausheben für den Boden. So. Und das Haus, glaube ich, machen wir einfach exakt gleich groß. So. Haben so oder so kaum mehr was von dem. Da sollten wir vielleicht jetzt gleich ein paar mehr mitnehmen. Ich glaube, hier war's. Ja. So. Wie viele brauchen wir? 50 hatten wir gehabt. Das hat nicht gereicht. Machen wir mal 100. Ach so. Mit der anderen Maustaste komme ich auch ein paar mehr. Und danach brauchen wir wahrscheinlich so oder so wieder mehr Stein, um hier weiterzubauen. Ja, mein Haus, ihr braucht doch nicht so rumgackern anfangen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was brauche ich, um das hier zu bauen?
Reicht das, wenn ich auf diese Höhe das zum Beispiel mache und da dann eine Tür einsetzen möchte? Nein. Das habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich jetzt tatsächlich hier eine Tür draus mache. Aber egal. Jetzt bauen wir erstmal in die Höhe und ich glaube, so hoch oder höher? Ach komm, eins noch. So, jetzt erstmal so, dann so, dass wir wieder durchlatschen können. Genau. Können wir hier jetzt die Tür ran? Ha! Jetzt haben wir eine Tür. Wir haben eine Tür, meine Freunde. So, und auf die Höhe, glaube ich, machen wir jetzt. Ach, wir brauchen gleich noch eine Tür. So, wir haben ja zwei Seiten bei unserem Haus. So, und genau. Auf wie hoch wird denn der? Das wächst ja prächtig, meine Freunde. Ich freue mich gerade so, dass das alles so funktioniert. So. Eine Tür. Ha. Wir sind in unserem Haus. Das ist nicht die richtige Art. Ich weiß noch nicht, wie ich in den Hintergrund baue. Das ist gerade leider ein bisschen nervig. So. Ich guck mal, vielleicht findet man was in den Controls. Oh Gott. Item. Interact. Uiuiuiuiui. Control, Switch, Focus, Tab, Menu, Upgrade, ich habe keine Ahnung. Was ist ein U? Was ist das? Was brauchen wir dafür? Ich habe keine Ahnung. Hä? Warum ist das gerade alles durcheinander? Egal. Wie machen wir das jetzt mit dem Dach? Ein Dach können wir ja zubauen. Das wäre egal. Ich glaube, da können wir einfach das hier jetzt nehmen. Wir bauen jetzt da einfach ein Steindach drauf. Dafür haben wir viel zu wenige, ich weiß. Sieht nicht anders aus? Ja. Egal. Wir bauen da jetzt einfach mal alles drauf, um einfach mal ein Dach zu haben. So. Der sieht ja irgendwie komisch aus. Ich weiß es nicht. Den würde ich vielleicht nur für den Hintergrund verwenden. So, wir machen da jetzt einfach ein bunt gemixtes Hausdach draus, weil wir keinen Stein mehr haben. Deshalb. Okay, die letzte Reihe geben wir wieder weg. Das sieht sonst doof aus, wenn es ganz unvollständig ist. So. Und haben wir schon irgendwelche Möbel? Ja, wir haben doch die einen Crafting Table da. Ich weiß immer noch nicht. Da, so kann ich ändern. Ich kann das jetzt doch alles einfach hier reinstellen. Das mit den Hühnchen lasse ich hier noch. Den Zauberding, kann ich das auch mitnehmen? Nein, schade. Dann haben wir hier unser kleines, aber feines Haus mit unserem Keller. Hier kann ich jetzt natürlich auch, doch, hier kann ich Lampen hinstellen. Gut. Dann, was stellen wir hier in den Keller? Unseren Anvil können wir in den Keller stellen. Einen der beiden Furnace. Ne, den nicht. Den können wir anscheinend nicht da reinstellen. Da müssen wir den reinstellen. Der braucht anscheinend ein bisschen mehr Platz. Und diesen Crafting Table möchte ich noch hier drinnen haben. So, und den normalen Crafting Table stellen wir oben hin.
So, komme ich so auch blind hoch? Nein. So, jetzt bin ich oben. Hier will ich den Crafting Table haben und kann ich den hier ran? Ja. Und so. Ach, wir haben ein Haus, meine Freunde. Wir haben ein Haus. Oh, ich freue mich so. Oh, es gefällt mir. Mit unserem tollen Keller hier unten. Und jetzt will ich noch eine Box haben. Also irgend so eine Truhe. Die Boxen, glaube ich, waren diese da. Was ist der Unterschied zwischen der und der? Die braucht mehr Holz. Also schätze ich... Oh, das ist eine Riesenbox. Nehmen wir mal zwei. Und so eine kleine. Die kleine können wir gleich hier oben hinstellen. Und die zwei großen stellen wir hier unten hin. Gut. Können wir die aufeinander stapeln? Nee. Egal. Kann ich die jetzt... Hallo? Kann ich die jetzt doch da nichts reintun? Oh, das ist doch doof. Kann ich jetzt wirklich nichts in meine Boxen reintun? Hallo? Ich krieg auch keine... Ist ja richtig bescheuert. Kann ich jetzt da... Hallo, ich will doch nur meine Box verwenden. Ist ja doof. Jetzt habe ich Boxen gebaut und da kann ich gar nichts reintun. Jetzt habe ich da so zwei fette Dinger. Toll. Das ist ziemlich unzufriedenstellend. Kann ich da... Oh, das finde ich jetzt doof. Kann ich in einem Bett schlafen? Kann ich ein Bett bauen? Ich glaube, ich habe schon ein Bett gesehen. Ich will ein Bett haben. Ja. Ein Stone-Bett gibt es. Haben wir da oben irgendwo eins vergessen? Nein, hier ist ein Glowing-Stick. Okay. Bett. Oder ein Sessel. Nee, ich will ein Bett. Tisch und so können wir später haben, wenn wir mehr Stein haben, um... Nee, so ein Fancy braucht man sowas. Wo stelle ich das Bett hin? Hier. Ich stelle das Bett in den Keller. Kann ich hier schlafen? Oh, das Bett kann ich auch nicht verwenden. Das ist ziemlich unzufriedenstellend. So. Da kann ich alles Mögliche ernten. Gut. Und dann machen wir eben... Ups, den habe ich jetzt kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. So. Da unten das raus. Und dann so. Genau. Da haben wir Corn Seeds. Den sind wir ja bis jetzt ganz gut gekommen. Die wachsen auch sehr schnell. Deshalb nehmen wir jetzt einfach die nochmal. Gut. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt nachts hier loszuziehen. Deshalb... glaube ich, gehe ich jetzt noch mal auf die Suche nach, was wollte ich sagen? Stein. Wir brauchen Stein für unsere Hütte. Und wir brauchen noch Eisen. So, ich weiß es jetzt nicht, ob ich da überhaupt mir die Mühe machen sollte, irgendeinen Weg nach oben zu bauen. Mit Plattformen, weil ich nicht weiß, ob wir hier jemals wieder hinkommen zum Hochklettern oder ob wir uns so oder so wieder nach irgendwo ins Nirgendwo verbauen. Aber noch sind wir sehr zielstrebig. Ich glaube, sobald da Stein. Beim Stein
wollte ich ja ein bisschen weiter ausschweifen, weil wir brauchen ganz viel Stein für unsere Butze. Wir können ja hier... Schade, dass wir hier keine... Das nervt mich jetzt mit den Kisten. Das nervt mich enorm. Naja, gut, dass wir in der Nähe vom Spawn gebaut haben. Da haben wir noch immer diese zwei Kisten, die wir gekauft haben. Und wenn wir noch ein paar töten, können wir ja die letzte Kiste dort auch noch frei kaufen, sozusagen. Aber das nervt mich schon sehr. Das finde ich schade. Aber mal sehen, was hier noch in dem Spiel sich entwickelt. Ist eben noch in, ich glaube, Alpha oder Beta. Ich bin mir nicht sicher, aber noch in einem ziemlich frühen Entwicklungsstadium. Ist auch irgendwie Ende, Mitte Juni, glaube ich, rausgekommen. Und das heißt, es ist noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Und deshalb, ich bin einfach gespannt, was sie noch vorhaben. Ich habe leider immer den Vergleich zu den bekannten Spielen wie Minecraft oder wie Starbound natürlich. Starbound ist sehr, sehr ähnlich. Und das ist natürlich um einiges weiterentwickelt. Nur wer das Starbound Let's Play gesehen hat, uns ist leider der Server abgeschmiert. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ich gebe mal einem anderen Spiel eine Chance und gucke, wie das sich so schlägt. Und momentan gefällt mir Planet Centauri sehr gut. Also ich sehe viel Potenzial darin. Auch so mit den Entwicklungsschritten von der Pickaxe und alles Mögliche. Gefällt mir gut. Die Monster sind noch ziemlich hart. Also da spawnen echt viele. Ich bin auch gespannt, wann der Multiplayer-Modus kommt. Vielleicht lade ich den lieben Makai mal auf eine Runde Daddeln ein. Dem gefallen ja solche Spiele auch immer sehr gerne, sehr gut, sehr gerne. Hä? Aber jetzt sind es erstmal nur ich und meine Spitzhacke. Und ja, es ist auch die Frage, bei Early Access Spielen ist es ja immer so, man weiß nie genau, ob sie es dann wirklich so weit entwickeln, wie was geplant ist. Ich glaube, wir hatten da mal ein Spiel, oh, ich weiß es gar nicht mehr, wie es hieß. Irgend so ein Dinosaurier-Spiel. Ich meine jetzt nicht Ark, sondern eins davor. Das war auch ziemlich gehypt und haben dann trotzdem einige noch Let's Played. Aber das war einfach noch so verbuggt und irgendwann haben auch nach das, die Verkaufszahlen sind am Anfang total in die Höhe geschlitten und danach irgendwie kam nichts mehr, überhaupt nichts mehr von den Entwicklern und keine Updates gab es mehr vom Spiel und irgendwie ist das so festgefahren in sich selbst und hat noch überhaupt nicht funktioniert und das ist sehr schade. Ich glaube, ich habe von dem Spiel kaum was gespielt und für ein Early Access Spiel war es, glaube ich, relativ teuer. Also über 20 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Und naja, worauf ich hinaus will. Man weiß nie bei einem Early Access Spiel, was jetzt da bei so alles noch rauskommt. Ich bin generell beim Spielekaufen immer sehr kritisch, weil... Oder auch beim Vorbestellen meistens, weil man weiß ja dann nie wirklich, was so bei rauskommt, wie das Spiel dann wirklich ist, ob es einem gefällt. Und deshalb finde ich die neue Rückgabefunktion von Steam ganz praktisch. Aber... Ja. Momentan bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Und ich glaube, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen Stein haben, oder? Oben dürfte es doch auch mittlerweile Tag sein. So.
diese zwei Reihen, dann nehmen wir noch mit und dann gehen wir hier aus diesem Loch wieder raus. Dann haben wir hier sozusagen eine hausnahe Steinmine. Und in nächster Zeit gucke ich dann auch einfach mal, wie wir im Hintergrund bauen. Oder ob das überhaupt geht. Das wäre ziemlich schade, wenn nicht. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? So. Können wir überhaupt so springen? Nein, natürlich nicht. Aber so, genau. Dann... komm, ich will das mitnehmen. Danke. Wie hoch können wir springen? Circa hier, oder? Ja. Wie viel war das? So. Gut. Jetzt wieder raus hier aus der Höhle. So, und ich würde sagen, das war's für heute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal bei dem anderen Let's Play vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.